Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom Echo Show 8. Klaus Dieter Stopp war ein deutscher Pharmazeut. Amazon. Von 1948 Alexa, stopp. Bis 1948 Echo. Stopp. Die gehen alle an, ey. Muss aufpassen, was ich sage. So, ich habe schon Strom ran gemacht. Ja, wir haben hier dann halt zwei Hefte mit bei, die braucht er nicht. Alles in der Alexa-App einstellbar. Die erklärt euch das über Bildschirm. Das ist ein Nonsens, braucht man nicht. Wird halt auch in dem Blauen wird nur erklärt, dass man hier halt die Kamera zumachen kann, dass es dann rot ist. Hier ist es dann weiß. So. Hier ist Plus und Minus für die Lautstärke. Hier kann man Mikrofon muten. Hier sind die Mikrofone drin. Hinten ist der Strom. Und ein USB. Da muss ich jetzt doch mal nachlesen, wofür der USB ist. Auf Seite 7. Wird aber garantiert nicht erklärt. Verbinden Sie echt ein Netzteil? Ne, wird natürlich nicht erklärt. Ein und aus, bla. Richten Sie ihn ein. Hoch, links. Laden Sie Alexa-App herunter. Show 8 optimal, bla, Sülz. Ja. Müssen wir mal gucken, das war das jetzt. Warte mal, da muss ich euch doch noch ein Stück höher machen. So. Würde ich sagen. Gucken. So. Müssen wir gucken, wie mit dem Stromkabel, wie weit das funktioniert. Ich versuche noch ein bisschen schräger zu machen. Ja. Damit ihr das sehen könnt, ich hoffe, also ich bin jetzt auf dem Stromkabel. Ah komm, für ein kurzes Video geht das schon. So, jetzt kommt Echo. Und Ton. Ah, hier seht ihr, jetzt kommt der. Ja, ihr Gerät wird vorbereitet. Ja. So, und jetzt können wir sagen, was wir haben. Wir haben Deutsch. Suche nach Netzwerken. Hallo, bereit für die Einrichtung. Das ist ja nett von dir. Warte mal, da muss ich mal kurz euch so ein Stück drehen. So. Wegen dem Netzwerkschlüssel eingeben, verbinden. So, jetzt verbindet er. Und rein theoretisch müsst ihr gleich erkennen, Mensch, die IP kenne ich doch. Hier war doch irgendein Gerät schon im Netzwerk, bist du vielleicht der und der? Nee, erkennt er nicht. Okay, dann müssen wir hier... Oh, jetzt muss ich erst mal überlegen, wegen dem Passwort. Habe ich das gerade im Kopf? Na komm, wir machen einfach so. Ich drehe mal kurz weg. So. Ich finde auch diese zweigeteilte Tastenfeld in der Mitte groß Echo und dann links und rechts. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig für den Anfang. So. Und dann Buchstaben. Ich schneide extra nichts weg, damit ihr seht, wie lange die Einrichtung in Wirklichkeit dauert. Hoppala, Passwort muss ich noch eingeben. Entschuldigung, Passwort vergessen.
Ach ja, nee, ich muss ja hier vorne, da. So. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Passwort. Wurde nicht gefunden. Erneut versuchen. Ach. Also hat das Passwort. Dann könnte das vielleicht das sein. Ich habe es nämlich vor kurzem erst wieder geändert. Ihr habt. Das muss es aber jetzt sein. Nicht gefunden. Das ist sehr kurios. Da muss ich mal kurz einen Cut machen. So, hat es registriert. Ich hatte nur in Drea ein Passwort. Jetzt habe ich den Code gekriegt, also ob ich bin, auf mein Handy. Die muss ich jetzt gerade eingeben. So, und bestätigen. Ah. So. Hallo Odin. Dieser Echo Show 8, zweite Generation. Ist jetzt auf Odin angemeldet. Das ist schön. So weiter. Zeitzone Europa, Paris, Frankreich. Ja, Deutschland ist nicht mit bei. So, Europa. Ist auch richtig. Weiter. So. Und jetzt müssen wir noch sagen, wo er hin soll. Badezimmer, Flur, Kinderzimmer, Küche, Küche, Schatzi, Schlafzimmer, Sofalampen. Achso, Sofalampen hat er jetzt. Wieso hat denn der das als Ort drinne? Das ist eigentlich, Sofalampen ist eine Szene und Sofalicht ist auch eine Szene. Naja, muss ich überprüfen. Wohnzimmer, aber wir machen Küche. Odins Echo Show, zweite Generation. Die zweite Generation lösche ich später. Das ist nur, dass ich die beiden dann auseinanderhalten kann, welchen ich entferne oder beziehungsweise umbenenne. Lade Amazon Fotos hoch oder wähle, sehen Sie ein Album aus. Das mache ich später. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst würden hier Fotos von der Kleinen kommen. So habe ich es auf dem anderen Gerät. Geräte-Updates bereit. In Echo so 10 Minuten jetzt aktualisieren. Sieht er? Während das Update installiert wird, wird das Gerät ein paar Mal neu gestartet. So, ich lasse doch jetzt alles wirklich unzensiert für euch laufen. Wo ich einen Cut mache, ist vielleicht, um Adresse wegzumachen oder wo ich halt ein bisschen länger gebraucht habe für Passwort. Aber sonst lasse ich das jetzt mal ungeschnitten für euch laufen, damit ihr seht, wie lange die Einstellung dauert und dass es kein Hexenwerk ist. Dass es wirklich rucki-zucki ist. Aber ein bisschen trinken muss ich habe trockenen Hals. Läuft gut durch, seht ihr ja. Ach, jetzt ist es auch nicht mehr gelb, die Schrift, jetzt ist sie weiß. Wo haben wir sie denn, Alexa? So. Geräte.
So. Können wir jetzt in der Zeit mal hier gucken. Bluetooth ist getrennt. Ein Drop-in wollen wir jetzt nicht machen. So, Lautstärke. Können wir jetzt natürlich nicht zeigen. Weil er ja gerade. Hm? So, aber wir wollen mal gucken wegen Aktivierungswort. Stimme. The current US flag was designed by a 17-year-old. There's an official league for rock paper. Koalas have fingerprints, and the kiwi is the only bird in the world with nostrils on the moose, goose, toonie, loonie. I may not speak all 22. More than 600 movies are released. Around 100 million cups of tea are enjoyed in the UK every day. Okay, aber kein Deutsch, komischerweise. Aber so viel zur Auswahl. So, Amazon Kids deaktiviert, Kommunikation aktiviert, das ist wichtig, Drop-in aktiviert. So, jetzt müssen wir nur gucken. Sprache Englisch, warum auch immer, Deutsch. Ja. Es kann sein, dass er damit ein Update dann... Warum hat Aktivierungswort zeigt er uns jetzt noch nicht an. Da müssen wir jetzt warten, bis er dann halt das Update installiert hat. Da gibt es nämlich einen Trick bei dem Aktivierungswort. Wenn ihr Amazon-Geräte habt, die mit einem Zigbee-Hub ausgerüstet sind, also dass man auch Zigbee-Geräte nutzen kann, da... Das könnt ihr daran erkennen, dass ihr bei der Namensauswahl auch Sigi zur Verfügung habt. Habt ihr beim Fire TV Cube, normalen Echo und so, habt ihr das nicht. Das habt ihr nur bei den Echo-Geräten, wo halt auch der Zigbee-Hub mit eingebaut ist, um Zigbee-Geräte zu steuern. Aber wird Zeit, dass Amazon mal sagt... eigene Namen, dass man eigene Namen geben kann oder wenn man mehrere Sachen von dem gleichen Produkt hat, dass die besser aufeinander abgestimmt sind, weil die Fernbedienung, die Pro-Fernbedienung kann ich jetzt nicht sagen im Schlafzimmer, wo ist die Fernbedienung und dann fängt es an zu piepen. Geht immer auf die Fernbedienung im Wohnzimmer, ganz komisch. Aber oder dass halt mehr Stimmen, also wir haben hier diese weibliche Stimme, was eigentlich nicht weiblich ist, was halt ermittelt wurde, dass sie für die meisten okay anzuhören ist. Ja, da würde Tom Cruise oder Quatsch, nicht Tom Cruise, wie heißt denn der Glatzköpfe? Ja. Oh, jetzt komme ich nicht. Ich mit meinem Namensgedächtnis komme jetzt natürlich wieder nicht auf den Namen. Bruce Willis. Bruce the fucking Willis. Überlegt mal, wie geil das wäre, wenn euer. Oder Chuck Norris. Wenn euer Echo mit euch. Oder, ja, Echo Show. Wenn er mit dem reagiert und die reagieren auf jemanden, als wenn ihr mit der Stimme von Bruce Willis. Ich bin wieder da. Weiter geht's. Das ist aber nett von dir. So. Profil einrichten. So. Hier sind die Kinderprofile. Die kann man nicht auswählen. Die sind grau hinterlegt. Meine Frau, meine Mutter. Ich bin natürlich ich. Odin. Wenn euch das dann, könnt ihr beim Einrichten, wenn ihr... Odin.
wenn sie da euren Namen falsch ausspricht oder was weiß ich, kann man das dann noch verbessern. Ihr müsst auf was ändern drücken und dann... Ach, der hat jetzt schon die Kamera. Wenn du bereit bist, tippe auf Start. Visuelle ID. Ja. Schau direkt auf den Bildschirm, um zu beginnen. Richte den Kopf nach oben. Schau nach rechts. Bitte drehe dein Gesicht weiter nach rechts. Ich mache den mal kurz hier auf den Standfuß. Macht sich dann bestimmt ein bisschen leichter für die Sicht erkennen. Dann habe ich nämlich, brauche ich die nicht hier festhalten. Dann habe ich den gleichen Abstand. So. Richte den Kopf nach unten. Schau nach links. Jetzt hat er mich. So, Alexa weiß, wenn du in der Nähe bist. Wird der LED gespeichert. Das ist ja schön. Name, Aussprache bearbeiten. Da kann man hier auch nochmal. Nachname musste, glaube ich, sein. Weil ohne Nachname geht das nicht. Sieht gut aus. Füge für jedes Familienmitglied ein Profil hinzu, damit Alexa erkennen kann, mit den jeweiligen Personen die richtige Information. Ja, da sind jetzt natürlich keiner da. Machen wir erstmal, das waren alle. Echo Show 8 kann dir dabei helfen, zu Hause zu überwachen. Erlaube Mitgliedern deines Haushaltes Aufzeichnungen des Echo Show Kamera jederzeit über, ja, diese Echo Show, was dieses Echo Show Gerät. Als Kamera in der App. Geh in die App, Gerät und Kameras, Live-Video. Das ist ja cool. Das ist cool gemacht. Dass der jetzt bei Kamera mit angezeigt wird. So. Nein, danke. So, fast fertig, sagt er. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Jetzt sind wir fertig. Ich bin jetzt bereit. Frag mich etwas. Ich mache aber mal kurz was leiser. Wie geht es dir? Echo?
Alexa? Echo? Wie geht es dir? Hier sind einige Ergebnisse. So, jetzt haben wir auch den Hauptbildschirm. Der sieht ein bisschen anders aus, als ich es beim anderen gewöhnt bin. Mit dem Hintergrund, okay, aber gut. Hier ist Schweinegrunzen. Das Schwein macht. Habe ich gar nicht gesagt. Ach, das ist der Skill, den liebt meine Tochter. Immer Tier, dann wird immer Tier gesagt und dann. So. Bluetooth, Netzwerk, Alex mit Alexa sprechen, Profil, Familie, Bildschirm und Helligkeit. Adaptive Helligkeit, Sonnenaufgang, automatisch Farbe anpassen. Da bin ich mir jetzt erst gar nicht so sicher, ob ich jetzt das Weiße nehme. Das finde ich so ein bisschen. Ich glaube, ich lasse es mit. Ich finde mit dem Gelb jetzt gar nicht mal so schlecht. Muss ich mal so sagen. Der muss schön laut sein, der Wecker, dass man den auch hört. Ach, der hat ja Full HD, der neue. Mit diesem Aquarium. Ambilight Vision Traumwelt. Widget hinzufügen. Zeige Videos. Ich dachte, ich kriege irgendwie eine Benachrichtigung. Steam Player brauchen wir nicht. Das ist mal öffentlich recht, den Scheiß. Oh ja. Den Zettel brauchen wir. To-Do-Liste brauchen wir. Kalender machen wir noch hinzu. Wichtige Verbindungen brauchen wir nicht. Neu. Musik.
So. Right, time to wake up. Should we wake them up? Geht nur noch mit, geht nur mit an, weil die Namen sagen mir gar nichts. Mirzapur mein Name, do tara. Uthiye janab. Aur kitna soge be? Das ist mein Weckerton. Den lasse ich. Den habe ich im Schlafzimmer auch und der macht mich gut wach. Nachrichtigung Standard. Beginn der Aufgaben. Ende der Aufgaben. Das hat halt, das hat was damit zu tun, damit man halt einen Benachrichtigungston kriegt, dass ich weiß, ob es ausgelöst hat, wenn ich jetzt sage, Alexa, Echo, Amazon, Siggi. Ja, dann müssen wir mal gucken. So, hier haben wir es denn. Hier ist kein Siggi, hab mit drin, weil wir haben hier als Wörter Alexa, Amazon, Computer und Echo. Wir machen auf Amazon. So wie der im Schlaf, in der Küche jetzt auch schon ist. Nee, lass mal gut sein. Ist okay, weg. So, und hier müssen wir nochmal gucken wegen Deutsch. Lautstärke, Gesten. Hier haben wir den Punkt Gesten. Das ist neu. Die machen wir aktiviert. Das will ich ja testen. Dass er denn, wenn ich hier so eine Geste mache, da muss ich mich dann halte, Handfläche. Vor der Kamera, wenn ein Timer oder Wecker ertönt. Das werden wir gleich testen. Zeitzone, Paris, Aktivierungswort, Amazon. So, jetzt hat er's. Der wollte das Aktivierungswort nicht ändern. Jetzt hat er das gemacht. Sprache Deutsch, okay. Jetzt habe ich hier nochmal Deutsch. Jetzt habe ich auch einen Haken hier. Jetzt sage ich hier synchronisieren.
Alle Geräte speichern. So. Und jetzt haben wir hier unten Sprache Deutsch. Maß in Celsius. Jetzt sollte eigentlich nicht, doch, wir haben hier Sigi. Also ist ein Sigi drin, weil wir können auch Sigi sagen. Sehr kurios. In der App wurde es mir aber nicht angezeigt. Kommunikation. So. Du hast Limo-Stand vor einiger Zeit deaktiviert. Möchtest du ihn wieder aktivieren? Nö. In Ordnung. Oh, finde ich gar nicht mal so schlecht. So, aber jetzt werden wir das mal testen. Amazon? Amazon. Ich habe jetzt keine Musik angemacht. Kann oben sein. Amazon? Wieso will er denn jetzt nicht? Optionen mit Alexa sprechen. Aktivierungswort Amazon. Warte mal. Sigi ist Schlafzimmer. Echo ist Flur. Computer ist Kinderzimmer. Alexa ist Wohnzimmer. Amazon ist Küche. Ja, doch. Doch, doch. Ich mach das doch mal raus. Töne. Jetzt. Amazon? Amazon? Wir machen den mal doch auf Sigi. Vielleicht ist er deswegen, weil sie beide auf Amazon sind. Sagen wir einfach mal Sigi. Ja, ich bin auf Sigi. Aktivierungswort Amazon. Ist immer noch Amazon Sigi. Ja. Es dauert einige Sekunden, bis das neue aktiviert ist. Das ging bei dem anderen schneller. Ja, die Amazon-Profile werden auch immer, und was da das geht, wird auch immer größer.
Ziggy? Aber das Kuriose ist, ich habe das hier nicht in der Auswahl. Ich habe Amazon, Alexa, Computer und Echo. Siggi? Siggi? Also dass die Kamera dich erkennt, finde ich ganz geil. Das konnte mein anderer nicht. So, wir gehen einfach mal. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal Computer. Kurz gewartet. Ja, jetzt ist er drin. So, Computer. Gut, geht. So. Computer. Timer stellen 30 Sekunden. 30 Sekunden, ab jetzt. So, ihr seht den Timer hier ablaufen. Mein Akku ist auch gleich leer. Und hier ist die Kamera. Die Kamera ist auch offen, seht ihr ja. So, wird zu. So ist offen. So, hier sehen wir dann gerade den Timer, dass er abläuft. 10 Sekunden. Jetzt kommt die Animation. Jetzt werden wir das mal testen. Hat geklappt? Ah, ich war zu nah dran. Von ein bisschen weiter. Geile Sache. Also, das ist geil. Das, ja, wenn du den gerade was rausholst, dann machst du einfach zack, also hebst die Hand so und dann. Ach, jetzt hören sie gerade My Mother Told Me. Auch, dass das jetzt hier im Hintergrund gräulich ist, das war vorher immer blau, hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Hier haben wir dann die Widgets neu anordnen. So, wir haben dann halt heute To-Do-Liste. Ja, die To-Do-Liste kann weg, neu anordnen. To-Do-Liste kann weg. Ich brauche halt nur die gelbe Liste, die gelbe Zettel, dass ich in der Küche was machen muss. Kalender, logischerweise. So. So, wähle ein Video. Das sieht schon, also das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Und das sind auch Haufen gratis. Auch mit Musik. Schön. Ach so. Ob Ton an oder aus sein soll, kann ich nur bei der Premium-Variante. Thank you.
Angebot. Traumwelten Premium startet mit einem Gratiszeitraum von 7 Tage. Danach werden 3,20 Euro pro Monat abgebucht. Nach 9. Stornierung jetzt. Da muss ich doch mal hier gleich mal bei meinen Amazon. Das kannst du komischerweise nicht über die Alexa-App machen, da musst du dann in die Amazon-App. Mein Konto. Meine. Alles anzeigen. Nee, das ist auch nicht. Mein Konto. So. Sparabo-Artikel. Konto. Konto war eine Kundenservice, Konto einstellen, hier hat man irgendwo auch Geräte, Abos hat man hier irgendwo gehabt, kürzlich angesehen. Dann ist da App-Einstellung, hier Werbung, das muss ich dann am PC machen. So. Filter. Ja, da muss ich dann gleich mal gucken. So. Traumwelten Premium startet mit einem Gratiszeitraum von 7 Tage. Danach werden 3 Euro und 20. Das kann ich. Ach, der hat das gar nicht aktiviert, oder was? Wenn du Ja wählst. Ich habe hier nichts mit Ja wählen. Stimmst du Alexa Nutzungsbedingungen zu und ermächtigst uns Ablauf 7 Tage Probleme pro Monat, bla bla bla. Nö, das wollen wir nicht. Ja, so finde ich das gut. Ich hoffe, dass das Video davor funktioniert. Der Akku war nämlich wieder alle. Hunderasse des Tages. Aktuelle Wiedergabe Hund des Tages. Also das hat meiner auch nicht drin gehabt. Und auch nicht, dass mein Profil oben angezeigt wurde. Widget-Galerie. So, das mit dem Aquarium machen wir mal weg. Ja. Ich warte den Zettel. Den Kalender nehmen wir auch raus. Ja. So geht der hier nicht.
Neu anordnen. Das weg. 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 Alles da. Weg. Musik, Kamera, so. Einkaufsliste. Fertig. Was soll ich mit Smileys jetzt? Na, mit Werbung, ne? Gucke mal an. Das war bei meinem anderen auch nicht, dass er. Achso, man muss rein. So, fertig. Das ist ja doof. Also das ist, also das muss, das müssen sie besser machen. Dass man halt das Wort löschen muss und nicht einfach hier drückt halten und sagen löschen. Das geht doch viel schneller. Ja, weil ich hier ein Schloss drin gemacht habe, kriege ich es gar nicht mehr zu empfehlen. Finde ich schön mit der Farbe und das, also das war bei meinem vorher nicht, dass die andere Farben waren und ja. So. Einkaufsliste leer. Da haben wir jetzt nur so ein paar Sachen, aber wir können das ja auch dann sagen, was wir haben wollen. Smart Home. Ja, haben wir die Smart Home Geräte. Routinen. Funktioniert gut. Ich bin begeistert.
Ich finde auch die neue Übersicht, also den neuen Bildschirm finde ich schön. Sieht auf jeden Fall, man merkt, dass er ein Upgrade gekriegt hat. Er sieht klarer aus. Die Zahlen sind besser zu erkennen. Auch mit den verschiedenen Farben finde ich super. Auch hier mit. Oh, Windböenwarnung, okay. Ja, also finde ich sehr, sehr gut. Achso, YouTube läuft hier weiterhin über den Browser. Okay. Prime Video läuft, denke ich mal, so. Das läuft alles halt über den Browser. Wir gucken nochmal bei Prime Video. Wiedergabe. Ah, jetzt kommt der Kater zum Schmusen. Also finde ich echt schön. Wir müssen den dann natürlich dann später nochmal umstellen auf Computer. Das machen wir gleich mal wieder. Zack. Mit Alexa sprechen. Nee, auf Amazon müssen wir den machen. So. Jetzt ist das hier braun. Amazon? Ja, der hatte garantiert nicht jetzt gemacht, weil der ja noch eine Küche dran ist, der andere. Mal gucken, den werden wir mal rausschmeißen. So, dann werden wir den mal rausschmeißen. Geräte. Echo Plus. Alter, was hat denn der für ein Bild? Also einen kleinen Monitor hat der. Wohnzimmer, Fernseher, Samsung, Juna, Hier haben wir den Echo Show. Da haben wir ihn. Den müssen wir jetzt noch umbenennen. Name bearbeiten, Echo Show, Alt, müssen wir noch den aus dem Raum entfernen. Küche. Hoppa da. Geräte. Küche. Bearbeiten. So, Echo Show Alt nehmen wir raus und speichern das jetzt. Fertig. Jetzt steht nur noch der Echo Show zweite Generation drin, wenn ich jetzt sage Amazon,
Amazon? Amazon? Ich mach kurz Strom raus. Strom rein. Dass ihr auch mal seht, wie schnell das startet. Wir müssen jetzt halt kurz warten, bis der das halt aktualisiert hat hier. Kamera. Aktivierungswort ist Amazon. Jetzt zeigt er mir aber eine App auch Sigi an. Aber Sigi kann ich nicht nehmen, dann springt er im Schlafzimmer an. Und der in der Küche war immer Amazon, der bleibt der Amazon. So, und schon ist er da. Amazon? Wie geht's dir? Ich halte mir noch immer den Bauch vor Lachen. Dabei wollte ich es mir doch verkneifen. Die Comedians von der Serie Last One Laughing sind einfach so lustig. Ja, da muss ich noch die letzte Folge gucken. Sage, bring mich zum Lachen. Einen schönen Donnerstag dir. Da muss ich noch die dritte Folge gucken. Ich habe nur 1 und 2 geguckt. So, aber jetzt funktioniert es. Ihr seht, er hat halt, er wusste halt, dass 2 Geräte in der Küche angemeldet sind, beide mit dem gleichen Wort. Und der hat das alte Gerät als Hauptgerät genommen. Und dadurch ist er jetzt hier nicht angesprungen. Jetzt macht er das. Jetzt habe ich auch Sigi drin in der App, wo ich den anderen rausgeschmissen habe. Und dann kommt der jetzt in die Küche. Und der aus der Küche... Kommt vielleicht zu meiner Mama. Dann kann Juna mit Mama mal Video, mit meiner Mutter Videotelefon machen. Dann kommt die in die Küche nämlich hin. Bei meiner Mama. Und den Echo, den kleinen, den sie von mir hat. Der kommt dann von der Küche ins Schlafzimmer. Und ich habe auch noch einen älteren Echo, so einen kleinen, so einen runden, ne? Der kommt in Flur, damit sie überall erreichbar ist. Wohnzimmer sitzt sie so selten, da braucht sie keinen. Aber wenn bei mir wieder ein Gerät über ist, dann wandert das natürlich wieder zu meiner Mutter. Obwohl, ich habe ja das jetzt der kommt ja dann auf den Nachttisch. Also habe ich noch ein Echo mit Uhr. Dann kann ich den mit Uhr meiner Mutter für das Schlafzimmer geben. Den ohne Uhr, den sie jetzt hat, der kann ins Wohnzimmer. Und den dunklen, den ich noch hier habe, die hat noch frühere Generation, das kann bei ihr... Ah nee, der ist bei meiner Frau jetzt um. Der ist jetzt bei meiner Frau um. Ja, mal gucken, das kriegen wir alle schon irgendwie hin. Kommen ja immer wieder neue Geräte. Und die halten ewig. Wie gesagt, mein Echo Show, der hält ewig. Ich habe so ja noch den Fire TV Stick erste Generation. Der ist wirklich lahmarschig geworden, richtig. Den kannst du kaum noch nutzen. Aber nur, weil er lahmarschig ist. Sonst funktioniert er ja noch. Aber ich habe den Fire TV 1, 2, 3, Cube US-Modell, Cube erstes deutsches Modell, zweites deutsches Modell, drittes deutsches Modell, wo denn der Stoff drumherum ist. Ich habe den Echo mit Stoff, ohne Uhr, mit Uhr. Ich habe den halbrunden. Ich habe den hohen, den Plus. Ich habe praktisch den 8 und den 5 Zoll. Ich habe auch ein Tablet in 10 Zoll. Und die halten wirklich ewig, kriegen ewig Updates. Also ich habe noch keine Probleme gehabt, dass irgendein Amazon-Produkt, ein Echo oder was weiß ich, bei mir verreckt ist. Auch kein Fire TV, nix. Alles läuft. Selbst die allerersten von Fire TV Box 1 und 2, diese, die schmalen, selbst die laufen noch. Und ohne Probleme.
So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein, wenn es euch gefreut hat. Däumchen wären Träumchen. Ich werde den jetzt weiter testen. Also ich finde das mit den Gesten, finde ich saugeil. Also das ist wirklich eine richtig geile, das, also gerade für die Küche, wenn du jetzt, oh, der Timer, und dann machst du einfach so und dann geht er gleich aus, brauchst nicht quatschen. Vor allem, wenn die Kleine gerade Musik hört und dann kommt nicht das Aktivierungswort und was weiß ich irgendwie. Und, oder Dankeschön, oder wird ausgemacht oder was weiß ich. Einfach so, zack, Timer aus. Das finde ich saugeil. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.